Hakuna Matata, meine Freunde, schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir haben in der letzten Folge eine neue Höhle entdeckt. Wir sind wahrscheinlich schon tausendmal dran vorbeigelaufen. Wir brauchen nämlich die Keycard. Und die soll irgendwo hier sein. Das war ein sehr guter Tipp, Leute, denn ohne die brauchen wir auch nicht beenden. Hey. Machst du das? Mama. Ja, du klärst das, ne? La la la, la la la. Los, knall sie! Waffe! Katana! Hör, was hat der in der Hand? Alter, der hat schon zwei Pfeile geschluckt. Drei. Der ist tot. Yeah! Ja! Okay, alle Fujikato. Alter, das Katana ist ja heftig. Die sollen in der letzten Folge waren wir tatsächlich am höchsten Punkt im Norden. Checkt's aus, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und wir bereiten uns jetzt auf das Finale vor, natürlich. Was sagt die Karte? Guck mal hier. Hallo? Geheimgang. Ja. Baby Cave. War wie ein Geheimgang hier. Echt? Hau auf! Bam! Hallo? Hat jemand einen Klempner bestellt? Es geht noch weiter in die... Oh, hier haben wir wirklich... Baby Cave! Alles voller ekligen Sachen! Okay. Okay, Marvin, es gibt hier nur eine Lösung. Es gibt nur ein Gas. Warte, ich bin schon bereit. Ja, was fehlt denn hier noch? Achso, hier. Hast du alles? Hier. Ich habe ihn schon abgeschossen. Die Bombe ist bei ihm explodiert. Nein, er haut natürlich gerade ab. Warte, ich springe hier mal rüber. Hier so. Kann ihn von hier aus treffen. Ja, hier ist auch super. Da müsste eine Flare rein noch. Ja, ich erwische ihn. Rein. Es ist ziemlich dunkel. Oh mein Gott. Absolut. Los, hau ihn weg. Oh, alles voller Babys. Das ist alles voller Babys. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ah, ja, meine ganze Rüstung noch abgelegt. Ich hab noch diesen Wärmeschutzanzug noch an. Ach so, stimmt ja. Ach du Kacke, kein Wunder, dass ich so kassiere. Oh, ich fall gleich auch runter. Ich muss ein bisschen aufpassen. Oh. Aber er hat schon gut bekommen. Er müsste gleich fallen. Kann ich hier stehen bleiben? Ich kann hier nicht mehr stehen bleiben. Okay, super. Die ganzen Babys müssen wir noch weghauen. Machst du eine Flare noch rein? Ja, warte. Flare kommt, wenn ich hier runtergefallen bin. Oh mein Gott! So. wie viele? Das ist hier das Jump House. Das ist Baby City. Lebt hier ist auch noch was? Ja, hier. Direkt neben dir sogar, oder? Das da. Oh. Ich glaube, ich kann keine Pfeile mehr sammeln, Marvin. Nimm die dir liegen. Boah, hier ist ja alles voll. Okay. Wir heute noch mal weg. Chuck. Das war ordentlich. Alter, das war intensiv. Und hier müsste irgendwo die Schlüsselkarte sein, oder? Was haben wir hier? Ja, wir haben sie! Hier liegt sie. Nice. Sehr geh gut. Sofort raus hier. Sofort raus. Marvin, ich habe einen Camcorder gefunden. Was? Wir haben doch. Wir haben auch eine Kassette gefunden. Oh mein Gott, Camcorder plus Kassette. Ich kann es mir angucken, Marvin. Ich kann auch was sehen. Was? Geheime Filme. Wie geil ist das denn bitte? Das ist auch neu. Guck mal, das ist Timmy. Das ist Timmy. Er ist im Rollstuhl. Was? Ich habe was komplett anderes gesehen. Er wurde gerade. Achso, ich habe drei verschiedene Filme. Hat er komplett auseinandergenommen. Da habe ich Polizisten und Timmy. Ja, ich habe auch Polizisten. Ach, guck mal, die wollen so einen Maya-Tempel besuchen. Hier noch alles einsammeln, was geht. Hast du das, wo Timmy auf dem Tisch liegt? Ja. Schaue ich mir gerade nochmal an. Ach du Scheiße, Junge. Dem Jungen geht's nicht so gut. Nee, das Ding ist, der hat ja offenbar, der ist ja im Rollstuhl und er kann nicht laufen. Und die sind unterwegs, also wir sind ja sowieso Survival-Spezialisten, haben wir ja letzte Folge erfahren. Mhm. Und Timmy ist wohl, keine Ahnung, ist ein bisschen so auch was Versuchsexperiment von seinem Paps, ne? Der versucht so Kälteschocktherapie oder so, keine Ahnung. Kälteschocktherapie. Ja, das nenne ich eine Elektroschocktherapie oder sowas. Aber wir sind ja eigentlich noch nicht ganz fertig mit dieser Höhle, ne? Wollen wir die andere Ecke auch noch abchecken oder so wo raus klar. Hier? Na klar. Okay, machen vielleicht wir. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen. Ich meine, es fehlt uns noch der Bogen. Oh mein Gott, die Pistole wäre eigentlich auch noch geil, oder? Die moderne Axt fehlt uns auch noch. Moderne Axt. Ey, die Pistole müssten wir eigentlich holen. Die Pistole? Gibt es eine Pistole? Ja. Es gibt doch nur die Einzelteile. Hier, zwei von acht Teilen. Ja.
Wir haben 2 von 8 Teilen. Da fehlt aber noch einiges, mein Lieber. Ja, man könnte einfach eine Karte aufmachen. Lass uns erstmal in dem anderen Löchlein schauen, was wir da noch so finden. Das war nämlich riesiges Loch. Hier war das. Hallo. Ich geh einfach runter, ich kenn gar nichts. Tschüss. Jo, ich schmeiß dir was hinterher. Ich bin weg. Genau. Ich hält mich am Boden. Hallo? Sieht aber friedlich aus. Ja, ich schau mal kurz auf der Karte, wo wir hier sind. Wenn das nicht täuscht, Alter, hier hängt auf jeden Fall Jesus. Okay, lass uns erstmal weitergehen. Medizin liegt hier, nice. Laut Karte geht's... Hier geht's gar nicht weiter. Lol, blutige Köpfe, Marvin. Das war schon? Oh, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Blutige Köpfe? Ja, ganz viele Scouts. Wie, das war schon? Hä? Euer Ernst? Das war ja ein einfacher Raum hier. Nee, aber hier geht's echt nicht weiter. Was? Das war schon. Cool, wir haben ein paar Köpfe eingesammelt. Können wir das Monument fertigstellen? Ja, stimmt. Los, beweg deinen Knackarsch hier. Oh, deine komischen Mutantendinger. Mit dem Gleiter könnten wir relativ schnell 8 Punkte abfliegen. Bräuchten wir nur noch 6. Oh mein Gott. Dann hätten wir die Pistole. Die hatten wir noch nie, Marvin. Alte Pistole und alte Pistole. Teil 2 und Teil 3 habe ich. Es fehlt ja noch richtig, richtig viel. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir die Pistolenteile suchen. Wir hatten das noch nie vollständig. Wir machen das jetzt einfach. Komm. So ist es. 2 Teile haben wir schon. Teil 2 und Teil 3 haben wir. Jetzt müssen wir erstmal Teil 1 holen. Und wir haben da schon eine Location. Ich folge dir jetzt einfach mal und vertraue dir. Wir brauchen auf jeden Fall Dynamit oder Explosives. Müssen wir ja meistens frei böllern. So ist es. Aber ich habe noch ein Dynamit. Das sollte gleich reichen. Gleich müsste hier was sein. Also ich bin auf richtigem Kurs. Viele von uns haben uns ja den Tipp gegeben, dass wir im Wald ein bisschen aufmerksamer sein sollen. Okay. Es ist wohl nicht nur bei Mutantenbäumen, ne? Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Hat das? Hallo? Oh mein Gott. Er hat es so schnell gefunden. Bist du bereit? Also ich gehe noch mal ein Stück zurück. Mach du. Ach so, ich soll das machen. Okay. Ja. Ich gucke die ganze Zeit an. Ich dachte, deswegen bin ich auch zurückgegangen. Ich dachte, du legst hin. Und abhauen! Oh mein Gott, da ist es! Boom! Seil und Flint. Oh yeah. Nice. Super gut gefunden. Und einen Waffenpart bekommen. Wir haben jetzt so eine Kugel gekriegt, ne? 4 von 8. So. Ja. Das nächste Ding ist auch fußläufig erreichbar. Sehr schön. Hast du noch Duct Tape? Duct Tape? Ja. Uhu. Wie viel hast du? Warte, ich hab 3. Okay, dann können wir noch ein bisschen Explosives herstellen. Ich habe auch noch ein bisschen Dynamit, also... Oh, okay, sehr gut. Deswegen so. Und soll ich dir was sagen? Wir sind noch an einem Ding vorbeigelaufen. Also an mehreren. Zum einen... Ach nee, da warst du ja gar nicht mit. Dieses Strandresort, wo du einfach nicht mitgekommen bist. Ja. Genau da war eins. Ah, okay. Ich habe jetzt Duct Tape gefunden in einem der Koffer. Nochmal Duct Tape. Oh, nice. Schokoriegel, nehme ich alles mit. Sag nicht bei dem großen Baumstamm. Gönn dir das. Ganz ehrlich, ganz oft dachte ich auch, dass es nur so ein Schmutzhaufen ist. Das sah gerade auch aus wie so ein Schmutzhaufen. Lol, neben mir schwimmt ein Hai, Marvin. Oh mein Gott, mein Cap ist ein Hai. Wir mussten nicht auf diese Insel, weil hier der nächste Hinweis ist. Die nächste Stelle. Was, echt? Ich habe hier noch nie Hai gesehen. Ich bin gerade um ihn rumgesprungen, Alter, weil ich Pro bin. Aber Junge, was ist das denn hier? Kannst du ihn noch weglocken hier? Ist das nicht ein Delfin? Nee, das ist ja ein Delfin, Marvin. Delfin mit ganz spitzen Zähnen. Oh ja, wir werden angegriffen. Den müssen wir auf jeden Fall vorher platt machen, ne? Da vorne ist das Loch, wir haben es gefunden. Wo ist er denn? Hier. Ist er schon tot? Ja, platt gemacht. Okay, ja, wir müssen jetzt hier wirklich auf so eine Insel hier gehen. Und hier haben wir es. Wurf, 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 wurf. Schmeiß ihn hin und dann haben wir schon die Hälfte. Dann haben wir schon 4 von 8. Ist echt so, das geht schnell. Es geht rucki zucki. Und wir sammeln ja auch Armbanduhren und so, das ist eigentlich ganz nice. Ja, können wir alles gebrauchen. Jetzt müssen wir nur zurück, ich habe das Gefühl, da vorne ist der Weg kürzer zu den Containern. Dann können wir nämlich zu den Containern, denn dann bei dem Konkurrenzresort ist nämlich auch noch ein Teil und da würde ich gerne eine Bombe hinwerfen. Oh, okay, machen wir. So Marvin, wir nehmen auch unsere Gleiter mit. Ja, wohin müssen wir? Wo ist deiner denn? Irgendwo bei dir. Ach, dürfte hier, der sein. Ja. Liegt auch. Wir müssen zum Konkurrenzresort. Da ganz hinten hin, okay. Ja, das Ding ist, und der leichteste Weg ist ja jetzt hier auf so einen Stein zu gehen und darüber zu fliegen, würde ich sagen. Das sollte auch easy peasy möglich sein. Wir dürfen nur nicht ins Meer fallen, sonst ist der Gleiter weg. Oh, das wäre so ärgerlich.
So, aber guck mal. Kriegst du es hin? Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Man verliert ja kaum an Höhe. Das ist ja der Hammer. Speedy Gonzales. Ja, guck mal, wie schnell wir da sind. Das ist geil. Und genau hier von hier aus kann man auch wieder zurückfliegen. Und hier nah am Strand müsste eigentlich auch schon... Ja, ich sehe es schon. Es ist direkt unter mir. Was? Wie schnell sind wir? Alter, wir sind Pro, Marvin. Wir sind Pro, wirklich. Ah, hier, stimmt. So, ich hol schon mal den Kollegen raus. Okay, ich tue mal Mama die Dinger lieber weiter weg, Marvin. Naja, nicht, dass wir die Dinger hier wegsprengen. Explosion. Das wär's ja noch. So, mal ein bisschen was essen hier. Chicory. So, Zündung. Wären wir echt aufmerksam gewesen, hätten wir es längst gehabt. Hier war ich schon. Ich hab's einfach nicht beachtet. Puh! Und es hat Boom gemacht. Haben wir das? Habe ich das jetzt bekommen? Ich glaube, wir haben alles, ja. Guck mal, wie viel wir schon haben. Ja, wir haben echt schon viel. Yeah. So, dann auf zum nächsten. Guck mal, es sind alles so richtig kleine Pupsteile. Es fehlt echt nicht mehr so viel. Also wir müssen jetzt in das Eisbiom, aber ganz genau wo wissen wir noch nicht. Ja, da kann man doch eigentlich drauf gehen. Marvin, ich fliege schon. Hä? Wo bist du denn? Hilf! Hallo? Guck mal auf die Karte, ich fliege schon längst. Ich sehe deinen Namen gar nicht. Ach, da hinten? Okay. Ich bin weg. Nichts hält mich am Boden. Junge, mit diesem Gleiter, das ist der Hammer. Also jetzt mal, no joke. Ja, ich habe leider etwas verkackt. Die Kurve habe ich nicht gut hinbekommen. Jetzt geht's wieder. Darf ich nirgendwo hängen bleiben am Baum? Okay. Das war wieder eine schwere Geburt. Boah, zu Fuß hätte ich da gar keinen Bock drauf, Mann. Guck mal, wie weit das ist. Hallo. Guck mal hier von oben. Hier ist auf jeden Fall Flut. Guck mal, der hat ein Zelt unter Wasser aufgebaut. So, wir landen mal. Klug. Man darf auf jeden Fall nicht hart lenken, dann fällt man sofort runter. Das habe ich jetzt schon mal gelernt. Du musst tippeln, wie bei GTA. Ja. Wir holen jetzt Teil 1, das soll irgendwo dort hinten beim Flugzeug sein und zum Glück haben wir das ja markiert. Also einfach nur auch der Beste zur grünen Stelle. Soll sich mal irren, es tut mir leid, ich habe mich verguckt. Irgendwo dort hinten. Hi, Kev! Was machst du so weit da unten? Ich bin direkt über dir. Hallo! Hey, wo bist du denn gestartet? Ja, weiter hinten. Ah, oh, so komme ich richtig schön durch. Ich glaube, ich kann durchcruisen. Oh, ich leider nicht, Alter. Ich bin übelst tief. Aber ich gehe auf die Berge und springe von den Bergen nochmal ab. Ja, ich glaube, das mache ich auch nochmal. Ich weiß nicht, wie weit das von dort noch ist, aber es ist bestimmt noch ein bisschen. Oh, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall muss ich echt sagen, also mit dem Gleiter haben wir jetzt Laufzeiten von einer Stunde auf Minuten reduziert. Das ist crazy. So, da hinten sollte Kev kommen. Das ist crazy. Ja. Ach, da geht er jetzt hoch. Okay, dann machen wir das auch. Ich bin den kompletten Berg hoch, ich bin am Fuß gelandet. Ja, dann folge ich dir jetzt einfach. Ich weiß nämlich nicht... Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Aha! Kev ist abgestürzt! Kev ist endlich auch mal abgestürzt, nicht nur ich. Ah, ich weiß, wieso du auch abstürzt, Marvin. Erzähl. Ich habe aus Reflex W gedrückt gehalten. Macht man das nicht? Du musst springen, W loslassen und nur Leertaste drücken. Lol. Okay. Hab ich. Dankeschön. Du auch? Hey, ich bin das wieder abgestürzt hier. Okay, cool. Das hatte ich nämlich auch ganz oft. Ich dachte immer, ich wäre einfach zu blöd. Okay, jetzt wir sind fast beim Flugzeug. Aber ich bin so tief, Alter, das ist crazy. Egal, ich fliege jetzt durch. Ja, ich kann hier auch noch mal ein bisschen durchfliegen. Lol. Was ist los? Gestorben. Komm. In den Baum geflogen. Chicory, können wir ganz viel einsammeln hier. Chicory. Gibt auch ein bisschen... Ausdauer wieder, ne? Deswegen immer mal wieder gerne ein bisschen was essen davon. Chicory, so. Sind so geil, Marvin. Man kann sich einfach teilweise irgendwo einfach losspringen und dann fliegst du. Okay, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt auch da. Oh, okay. So, hier können wir unseren Gleiter erstmal hinlegen. Ja. Schau auf die Karte. Wo müssen wir hin, junger Padawan? Wir müssen hier irgendwo an die Seite, hier auch bei dem Gebirge soll es sein. Okay. Gehen wir noch ein bisschen auf Schatzjagd hier. Hat was von der Schnitzeljagd, das hab ich da... Oh, gefunden! Nice! Dann Papa macht das, Junge! Papa macht das, abhauen! Das X markiert die Stelle! Bam! Oh, die ganzen Bäume, aufpassen. Ui. Jawohl, haben wir. Da fliegen auch die Felsen, Alter, wie Bäume. Die arme Natur. So, meine Freunde, die letzten beiden Teile sind sehr, sehr weit im Norden. Die letzten beiden Teile werden wir dann aber bei Kev
erforschen, einsammeln und zusammenbasteln. Also morgen bei Kev einschalten, ist dann reingehauen.